Willkommen zurück zu Let's Play La Video. Genau. From the Creative Server. Aha. Skywars. Wow. Könnt ihr nicht wissen, schreiben, was das für ein Typ, ob das so ein Skyblock ist? Aber Skywars klingt auf Skyblock. Wisst ihr, Leute? So hier sieht eine Beschreibung aus. Das ist eine Beschreibung. Na gut, okay. Ist auch egal. Weiter geht's im Text. So, da, da, da. Yes, we can. Yes, we can. This is yes. Okay. Genau. Dann untergraben wir mal unsere ganzen Felder. Die nötigen Materialien für ein paar Fackeln haben wir ja jetzt. Das sollte also kein Problem sein. Hoffe ich doch. Und wenn doch, dann klatscht es mal kurz. Aber kein Beifall. So, was? Ah, da. So, Ehren ist auch wieder da? Ja, wo bin ich jetzt gerade? Oh. Falsche Leiter. Da. So, dann klatschen wir mal Erde. Warum macht mein Server, mein Ventilator jetzt auf? Mein Rechner ist sogar zu warm, warum auch immer. So. Genau. Das heißt, wir packen hier von der Fackel hin. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, beim nächsten müsste jetzt Wasser kommen, richtig? Ich pack mal dich direkt daneben. Ja, es kommt Wasser. Das war. Ach komm, jetzt leck mich. Hallo, ich würde gerne bauen. Du kleiner Hornsohn. Ach komm. Ja, ich weiß. Ach. Oh. Wenn immer nichts nach Plan läuft. So, Classic. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ab hier kommt wieder das. So, so, der Schnauze. Der Hälfchen guckt mir aus. Okay. Ich heb am besten hier erstmal den gesamten Boden hier aus. Ich mache am besten erstmal das Wasser hier weg. Geht mir gerade schon hart auf den Sack. Hallo. Danke. Kommst du denn her? Achso. Ja, das kann durchaus möglich sein. Was? Oh. Ja, Nahrung fehlt auch. Okay, komm, leck mich halt am Arsch. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ab hoch. Ist das behindert. Erst ersticken wir und dann verhungern wir. Nicht nett. Definitiv nicht nett. Gar nicht nett. Warum tust du diese böse Spiel? Nanu? Ich glaube, Soeren erkundet gerade neue Biome. Der Server hängt gerade ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Whatever.
Sehe ich sie eigentlich? Nö. Also sie ist definitiv. Ja klar, von uns so sieht man auch den Spawn gar nicht mehr, dafür ist er viel zu weit weg. Weit entfernte Player sieht man ja jetzt nicht mehr. Oder weit entfernte Spieler. Oh, ich habe schon genug Äpfel. Ich esse die ganze Zeit hier weiter Äpfel, obwohl ich schon lange satt bin. Wir nehmen aber trotzdem mal noch ein paar mit. Aus Gründen, ne? Ich möchte nicht wieder hier direkt sterben, sobald wir wieder Hunger leiden. Proviant ist daher immer angebracht. Was das für Bäume sind? Ich dachte, da wachsen immer Bananen dran, aber die sind ja einfach nur so da. Ohne Sinn und Zweck. Was soll denn der Scheiß? Ey, so habe ich aber nicht gewettet hier. Oh, hier noch ein paar Äpfel mitnehmen. Hier ist ein Baum in seiner vollen Blüte. Okay. Genau. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder zurück. Und können jetzt hoffentlich in Ruhe den Sand da, die Felder ausheben. Ja, was wir hier mitmachen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Ob wir das einfach so als Aussichtsturm lassen oder weiß nicht, ob ich da ein paar Sentry ganz installiere und das Ding als automatisches Wachturm, ne? Kennt man ja vielleicht so, ne? Für Leute, die so, ne, ein bisschen dumm gespielt haben. Ne? Okay, gut, jetzt. Aus jetzt. Ah, oh, sind ja so viele schöne Äpfel hier. Oh. Für mich hier gerade wie Schneewittchen. So, ab wieder zu unseren Feldern. Boah, Alter, ja, man, Sprinten verbraucht extrem viel Sättigung. Aber ist ja auch realistisch, so, ne? Ich meine, von der Geschwindigkeit ist das ja wirklich extrem schnelles Rennen. Und wenn du erstmal so eine Viertelstunde extrem schnell rennst, dann bist du danach erstmal hungrig. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar irgendwo. Hier erstmal dafür sorgen, dass hier erstmal das ganze Wasser weg ist wieder. Jetzt halt bitte nicht, wir haben keine Erde mehr dabei. Ich fick mein Leben. Wo ist das Wasser? Ah, ja. Ja, natürlich auch noch, klar, muss ich aber erstmal hier was hinbauen. Das Spiel hasst uns. Oh mein Gott, ja, komm, ja, komm jetzt hier. Jetzt. So. Ja doch. So, genau, das ganze Wasser hört jetzt erstmal auf. Das ist sehr schön. Andererseits müsste es doch eigentlich, wenn ich hier. Hä, wieso läuft denn hier lang? Hier ist doch gar nichts, was das Wasser irgendwie umlenkt.
warum fließt das Wasser jetzt hier zur Seite, wenn da drunter gar nichts ist? Wasser fließt doch normalerweise nur dann zur Seite, wenn es nicht da unten fließen kann. Da, siehst du, es fließt nicht zur Seite. Aber wenn ich das hier wegmache, dann fließt es zur Seite. Das macht halt hart keinen Sinn. Elektrostatik hier oder was? Ey, komm, leg mich. Nee, du, das ist mir jetzt einfach hier nochmal zu blöd. Dieses Wasser, das ist. Okay, jetzt los. Ja, das heißt, wir müssen hier immer noch eine Reihe dran haben, weil warum auch immer das Wasser irgendwie komplexer hat. Yes. Ich verstehe halt nicht. Das macht halt hart keinen Sinn. Hier fließt es jetzt gerade nach unten, ne? Aber wenn ich den wegnehme, dann fließt es hier rein. Das ist so sinnfrei, das könnte fast von Microsoft sein. Eieieiei. Mal hier alles wegnehmen, vielleicht klappt es dann. Nein, natürlich nicht. Ist das bekloppt. Na gut, dann müssen wir es halt so lassen. Sieht zwar scheiße aus und man kommt hier super ungünstig rein, aber was soll's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Heise? Was hat denn jetzt mit dem Heise Verlag zu tun? Verstehe ich gar nicht. So. Ja. Ich sterbe. Oh mein Gott. Also das Wasser ist irgendwie total eigenwillig, habe ich so das Gefühl. Wenigstens haben wir jetzt hinten unsere Ruhe. Und das Wasser fließt nicht die ganze Zeit rein. Aber ich muss schon zugeben, das sieht halt von der Optik jetzt halt hier vorne ultra hässlich aus. Das ist so eigentlich nicht geplant gewesen, aber was soll's. Anders geht's ja nicht. Ich meine, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen. Ah, nee, geht auch nicht. Hä? Ja, eben. Hier muss sowieso noch eine Fackel rein. Wir sind sowieso allzu weit vorne. Achso, genau. Das heißt, hier machen wir noch eine Steinreihe. Eine Dirtreihe hin. So. Ja, danke dafür. Ich hasse dich auch. Ach komm, das ist doch. Nee, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich weiß nicht, warum das was hier reinfließt, aber das ist einfach so ultra dumm. Das ist halt so hart dumm. Es gibt keinen Grund, warum das Wasser hier nach links abfließt, aber es tut es einfach. Es ist so random, das hat
Ich meine, was für ein Grund soll das Wasser haben, da abzufließen? Das macht halt absolut keinen Sinn. So. Was wir unten noch bräuchten, wir noch so eine Plattform, genau, damit wir auch ordentlich reinkommen. Weil dadurch, dass das hier so eine Kackkonstruktion ist, kommen wir hier natürlich nicht mehr sauber rein. Klaue ich erstmal die ganze Erde? Ich weiß gerade gar nicht, wie es überhaupt runtergeht. Alter, wie geht denn hier runter? Ist eine Höhle? Ich glaube, hier ist eine fucking Höhle. Gefällt mir. Gut, okay. Dann lassen wir jetzt hier erstmal schön Erde reinfallen, also Zuckersand reinfallen. Da haben wir eine wunderschöne Plattform. Der Server hat einen Fehler gehabt und fährt runter. LOL. Da verwenden wir es mal neu. Übrigens, genau die Meldung habe ich jetzt auch alle übersetzt, wie man gerade gesehen hat. War eine deutsche Meldung. Ganz geil. Ja. Oh, ja, der Server braucht erstmal ein bisschen, bis er wieder hochfährt. Da sind ja noch haufenweise Mods drauf. Guck mal zu. Oh, jetzt ist er schon fertig. Schade. Die Frage ist, warum ist er abgestürzt? Naja, kann ich ja mal nachher gucken. Oder können wir mal zusammen diagnostizieren? Dazu melden wir uns erstmal an. Perfekt. Genau. Und jetzt machen wir einfach mal Taylor Smith auf den Dreier und guck mal, was da steht. Und jetzt sehen wir hier sofort A. Move Note, Dick Note, Tech Base. What the what? Was zur Hölle? Boah.
Okay. Das ist mal ein Traceback. Ach so, so Ehren war auch noch an. Vielleicht hat sie auch den Fehler, oder er, genau, den Fehler ausgelöst. Weiß ich gerade gar nicht. Was war denn der Anfangsfehler? Okay. Scheint also irgendwas mit der Awards Mod zu sein. Bottom Air von After Destruct. Tja, also das sieht mir fast aus, wie als wenn es eine Rückkopplung gab, also sowas wie so ein Softblocking. Also wenn quasi ein Objekt versucht, auf das andere zu warten, während das andere versucht, auf ihn zu warten und damit quasi beide auf sich gegenseitig warten und damit keiner jemals vorankommen kann, da ja immer gewartet wird, bis der andere vorankommt und damit sich die beiden quasi gegenseitig blockieren. Das nennt man halt Softblocking. Und danach sieht das hier echt fast aus, weil hier hat man immer wieder, dass die Ingame die hier aufruft und das dann wiederum das aufruft und das dann wiederum das aufruft und das wiederum das aufruft und, ne? Wobei es bei sowas eigentlich dann erst zum Stack Overflow kommt, wenn eine Funktion sich immer wieder gegenseitig, also wenn sich Funktionen immer wieder gegenseitig aufrufen, dann kommt es irgendwann zum Stack Overflow. Die Frage ist, ob das hier der Fall war. Das kriegt man hier leider nicht raus. Aber ganz witzig, also sowas hätte ich echt zum allerersten Mal bisher. Digga, das muss ich später ins Internet stellen. Was für ein krank geiler Fehler. Schön, nice. Gefällt mir. Gut, ja. Auf jeden Fall. Server scheint damit wieder online zu sein. Achso, Quatsch, was mach ich denn da? Das. Interessant. Was? Nee, das war falsch. Das war richtig. Wie gesagt, die Frage war jetzt, hat Soren irgendwas gemacht, womit er strich durch sie das gelöst hat? Oder lag das hier gerade an dem ganzen Sand platzieren, weil er immer runterrutscht und dabei irgendwie. Weil ab und zu hat man das, dass wenn man sehr viel Sand mit einmal droppt oder der Sand irgendwo runterfällt, dass dann bestimmte Sachen sich überschneiden und damit dann das hat man ja dann meistens, dass diese Sanddinger dann rumfliegen, weil die nicht gesetzt werden konnten richtig. Aber das davon, der Serverabschluss hat sich echt noch nie gehabt. Aber durchaus möglich. Wer weiß. Du wirst wahrscheinlich nie herausfinden, was der Fehler war. Geiler Fehler, werde ich nachher ins Forum stellen. Bin ich mal gespannt, wie denn darauf so die meisten Community reagiert. Und wie gesagt, ich persönlich hatte so einen Fehler echt zum ersten Mal, vor allem jetzt, das war ja. Aber bei 50 Zeilen Fehlercode. Okay, wir haben keinen Sand mehr. Das macht nichts. Wir müssen ja hier eh noch ein bisschen weitermachen. Dabei fällt er wieder Zuckersand an.
So. Dann tun wir dies doch gleich mal. Weiß ich gerade gar nicht. Genau, doch. Alles gut. Solange wir uns auf dieser Ebene befinden, also die letzte Bodenschicht und Zuckersand, können wir so weit wegschaben, wie wir wollen. Da dürfte nie mehr Wasser durchkommen. Außer wir kommen zu weit, obwohl klar eben, wenn wir zu weit in die Richtung kommen, dann kommt der, wird das Wasser ja tiefer. Ich kann es nicht ausdrücken oder ein Server hier. Was? Ich kann es nicht ausdrücken? Aber deine Server hier sind schön. Sehr, sehr vielen Dank. Lobs hört man ja gerne. Vor allem, nachdem der Server gerade gecrasht ist. Wobei ich schon sagen muss, meine Server an sich laufen schon extrem stabil. Also, jetzt zum Beispiel war das der erste Crash von dem Creative Server seit Wochen. Na gut, also Wochen nicht, aber mindestens seit Tagen. Also, ich weiß gar nicht, wann gab es den letzten Crash? Ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Wie man merkt, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, von daher laufen meine Server wirklich ultra stabil. Das ist ja auch das, weswegen ich meine Mods oder meine Server immer so ein bisschen leichtgewichtig halten möchte. Erstens, damit der Internet-Traffic nicht ganz so groß ist, gerade was so Ladezeiten für den Servern angeht. Da hasse ich jetzt, wenn Server mal irgendwie mal erstmal 3 Jahre brauchen, bis alle Sachen geladen sind. Und zum anderen aber auch, je mehr Mods man drauf hat, desto mehr Knallbumm-Potenzial hat man ja natürlich auch, ne? Und desto öfter kracht dementsprechend. Gerade wenn man haufenweise random Mods kombiniert, die eigentlich nicht so zusammengehören, dann kann es halt durchaus sein, dass die eine Mod Sachen von der anderen Mod kaputt macht, die deswegen abstürzt und damit deine ganze Server abstürzt. Kam hier gerade Zuckersand runter? Digga, was ist hier los? Klops, ja. Ist ja schon wieder dunkel hier. Mal ein bisschen Fackeln aufstellen. Aber wie gesagt, das gehört halt beim Serverbetreiben ganz normal dazu. Ich bin halt nur froh, dass mein Server ein bisschen stabiler ist als manch andere Server. Weswegen ich es mir mittlerweile auch abgewöhnt habe, auf irgendwelchen externen Servern zu spielen. Weil früher zum Beispiel habe ich sehr viel auf dem IFS-Server gespielt. Also IFUSEL-Server, glaube. Aber der zum Beispiel stürzt mir persönlich viel zu oft ab. Ich mag es ja lieber clean. Ich meine, das soll auch kein Vorwurf sein. IFUSEL-Server ist gigantisch und super genial und da laufen sehr viele sehr schöne Sachen drauf. Aber ja, dadurch ist er natürlich auch leider sehr anfällig für eben solche Macken zum Beispiel. So, müssen das mittlerweile fast 2 Felder sein. Das heißt, wir müssen hier nur noch ein bisschen reinarbeiten. Ein O ist gekommen. Bin in einer Höhle und habe noch keine Rüstung. Siamese Monster. Ja. Monster sind gefährlich. Wie schreibe ich gefährlich? Egal. Egal. Gefährlich. Oh Gott. Meine Rechtschreibung ist gefährlich, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Meine Rechtschreibung ist quasi der Endgegner.
So, auch wo ein Gegner, die Pause ist langsam vorbei. Wow, weil suche Iron Eisen. Iron und Eisen ist genau das egal. Ich fahre auch ein Auto. Also. Beziehungsweise nein, eigentlich fahre ich mit der Bahn. Oder? Besser. Ich fahre mit der Bahn. Aber das ist auch egal. Na gut, dann machen wir mal Feierabend. Jetzt komme ich mir vor wie jemand, der Sprung in der Platte hat. Egal, schau.